Domian, das 1Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR-Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes und schönes Wochenende. Wir sind wieder da und wir sind da, wie immer, am Montag mit einer offenen und freien Sendung. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf meinen ersten Anrufer, das ist die Nicole. Nicole ist 28 Jahre alt. Guten Morgen, Nicole. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Nicole. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe jemanden kennengelernt, der verheiratet ist. Mhm. Wann? Ja, circa vor 4,5 Monate ungefähr. Ja. Er ist 25 Jahre älter. Er ist 25 Jahre älter? Ja, 25, nee, gar nicht wahr, 25 Jahre, Entschuldigung, 15 Jahre älter. 15 Jahre älter? 15 Jahre älter, ich bin 28, er ist 42. Ja. Ja, er ist verheiratet, hat 3 Kinder. Die schon vielleicht ein bisschen älter sind, oder? Ja, der eine Sohn ist 24, der andere ist 21, die Tochter ist 14. Ja. Ja, er ist türkischer Staatsbürger halt. Ja. Ja, und er lebt mit seiner Frau und seiner Familie zusammen. Genau, er lebt mit seiner Frau und mit seiner Familie zusammen. Ich habe ihn durch einen Zufall durch eine Freundin halt kennengelernt, weil er ist selbstständig. Ja. Ja, und dann hat sich alles so ergeben. Er kam dann zu mir nach Hause mit meiner Freundin. Wir haben uns dann unterhalten über alles Mögliche. Er war auch sehr offen direkt, sehr ehrlich. Hat mir natürlich auch alles erzählt, was zu Hause los ist und so. Was ist denn zu Hause los? Ja, dass er zu Hause keine Liebe mehr hat, dass er mit Problemen ist. Mhm. Und dass er mit seiner Frau nicht mehr klarkommt. Ja. Ja, und an dem Abend halt ist es sehr intensiv geworden. Haben uns verabschiedet und dann kam am anderen Tag nochmal alleine wieder. Was heißt, ist an dem Abend intensiv geworden? Habt ihr miteinander geschlafen? Nein, wir haben nicht miteinander geschlafen, aber wir haben sehr privat gesprochen. Achso, also sehr persönlich euch ausgetauscht. Genau, persönlich uns ausgetauscht. Mhm. Mhm. Ja, und dann kam am anderen Tag natürlich wieder, weil meine Freundin war ja natürlich auch dabei, das war ja nicht so toll. Mhm. Ja, und dann ist er auch direkt geblieben, über Nacht alles. Oh, beim zweiten Mal schon? Beim zweiten Mal ist er sofort geblieben hier und da und ich habe mich selber ein bisschen gewundert, weil es alles ein bisschen sehr schnell ging. Ja. Ja, und er fing dann an und so, ja, das ist irgendwie ganz anders mit dir und auf den ersten Blick und alles so schön und meine Frau, alles so scheiße zu Hause und. Das war vor 4,5 Monaten. Das heißt, ich höre daraus jetzt, dass sich da eine richtige Liebesaffäre entwickelt hat. Genau, hat sich dann entwickelt. Das heißt, du hast, ihr seid quasi heimlich zusammen im Moment. Ja, im Moment, also jetzt im Moment ja, also nach 2 Wochen muss ich dazu sagen. Wir haben uns im Oktober ungefähr kennengelernt. Hm. Nach 2 Wochen habe ich deinen Sohn kennengelernt. Durch Zufall in dem Job, wo er halt arbeitet. Seinen Sohn. In seinem Beruf halt, sein Sohn. Der über 20 ist. Genau, der über 20 ist. Ja. Ich habe ihn kennengelernt hier und da. Und der Sohn hat dann rausbekommen, dass ich die Freundin von seinem Vater bin. Ach du lieber Gott. Genau, weil sein Vater war ja 2 Wochen schon nicht zu Hause gewesen. Und die wusste ja nicht, wo er ist. Aber ich wusste ja natürlich, was er war. Ach, der ist die ganze Zeit bei dir geblieben? Der war die ganze Zeit bei mir. Ist ganz normal. Das ist aber heftig. Das ist aber heftig. Job gegangen, ganz normal. Wir haben neue Anziehsachen für ihn gekauft, weil er ja gar nichts da hatte. Ne, und und die Frau, hat die sich keine Sorgen gemacht, wo der Mann war? Ja, die hat immer angerufen und er hat immer gesagt, ich komme nicht nach Hause. Achso, tagsüber war er ja natürlich dann in seinem Job zu erreichen. Das heißt, er war nicht irgendwie verschollen oder verloren gegangen. Ja, genau. Also er war ja im Job zu erreichen. Wie hat denn jetzt der Sohn darauf reagiert, dass der Papa eine Freundin hat? Also der fand das gar nicht mal so schlimm, weil die ganze Familie weiß ja, dass zu Hause keine Liebe mehr ist. Ne? Ja, keine Liebe mehr ist. Heißt das auch, dass letztendlich die Ehe völlig kaputt ist? Genau, die Ehe ist kaputt. Streiten die viel? Bitte? Streiten die viel? Ja, die streiten auch sehr viel halt, weil die Frau immer sagt, ja... So. Warum denn nicht? Und er sagt immer, das klappt mit uns nicht. Was sollen wir denn machen? Der Mann ist komplett unzufrieden und hat sich jetzt in dich verliebt und hat eine neue Freundin. Genau. So, und nu? Wie soll es weitergehen? Ja. Und jetzt, das Problem ist, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 11 Monate. 11 Monate? 11 Monate, genau. Aber du bist alleinstehend, also du bist Single. Ich bin jetzt geschieden mittlerweile. Ja. Meine Scheidung hat gelaufen. Ich dachte, das Ganze würde sich jetzt verkomplizieren, wenn du mir noch gesagt hättest, ich bin auch verheiratet. Nein. Meine Scheidung ist schon durch jetzt mittlerweile. Ja. Und er hat gesagt, wir müssen eine Lösung finden. Und er hat mein Kind als sein Kind ausgegeben, damit er einen Grund hatte, von zu Hause ganz normal wegzugehen halt. Ne? Hat er gesagt, ja, das ist meine Tochter.
Bei seiner Frau, hat er gesagt, dass du schwanger geworden bist und das läuft dann schon länger? Und es läuft schon länger, genau, hat er dann erzählt und so, ne, sie ist dann schwanger und das ist mein Kind und so. Hm. Ja, und dann gab es dann richtig Theater, dann wussten die natürlich mittlerweile, wer ich bin und dann wussten sie auch, wo ich war. Hm. Ja, und dann, die Eltern, die lebten natürlich nicht in Deutschland, die lebten in der Türkei und ist dann nach einer kurzen Zeit wiedergekommen. Ja, und dann fing das Ganze an. Denk an die Familienehre, du bist nicht unser Sohn, was soll das denn? Die ganze Familie wird kaputt gemacht, du blamierst uns. Also er kriegt von Seiten seiner Familie Druck, dass er dass er das nicht machen soll. Genau, er kriegt Druck überall. Kriegst du auch Druck irgendwie? Nein, eigentlich gar nicht. Du nicht. Wie ist denn der ganz aktuelle Stand heute? Gestern? Der aktuelle Stand also ist im Moment, dass er wieder nach Hause gegangen ist, weil die Frau immer gesagt hat, ja, ich bringe mich um. Mhm. Was soll das denn? Also der hat so viel Druck halt gemacht, dass er vor Angst nach Hause gegangen ist, weil Angst hat, die Frau tut sich wirklich was an. Ne? Obwohl er die ganze letzte Zeit wieder bei dir war. Genau, wir sind die ganze Zeit noch heimlich zusammen, die ganze Zeit. Ne? Die Frau weiß von gar nichts, sie denkt, alles ist in Ordnung. War er denn zwischendurch auch da mal wieder zu Hause gewesen? Ja, klar. Er ist ständig zu Hause. Er schläft zu Hause. Ja, am Anfang ja nicht, wie du gerade gesagt hast, aber egal. So, das heißt, der Mann ist jetzt auch hin und her gerissen, er steht unter Druck und weiß nicht, was er tun soll. Genau. Für dich ist es aber klar, du willst diesen Mann haben, du bist verliebt in diesen Mann. Ja, genau, umgekehrt genauso. Umgekehrt genauso. Wir haben keine Lösung, wir wissen nicht, was wir machen sollen, weil die Ehre, der Druck ist einfach zu groß, ne? Mhm. Weil die Familie hat gesagt, wir blamieren dich, weil er ist auch sehr berühmt, halt, er arbeitet auch beim Fernsehen und halt alles Mögliche, ne? Und dann er arbeitet beim Fernsehen? Auch beim Fernsehen, ja. Aber ich hast du nicht gerade gesagt, er hat eine Werkstatt oder sowas? Bitte? Hast du nicht gerade gesagt, er hat eine Werkstatt? Nein, der ist selbstständig, der hat noch was anderes, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Nee, das müssen wir auch gar nicht sagen. Nein. Genau. Also ja, Nicole, das ist natürlich jetzt eine Frage an einen Dritten. Natürlich sage ich jetzt, wie du mir den Fall schilderst, das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr leicht auch für mich zu sagen, aus der Ferne über dich hinweg an ihn quasi, dass er, mein Gott, wenn der Mann, wenn der sagt, dass seine Ehe kaputt ist, wenn er sagt, dass er seine Frau nicht mehr liebt, wenn selbst die Kinder das mitkriegen und die sagen, dass da ist gar nichts mehr, da sage ich natürlich, Familienehre hin, Familienehre her, dass er sich für den ehrlichen Weg entscheiden sollte. Und der ehrliche Weg wäre natürlich, aus der Ehe herauszugehen. Ja, genau. Das Weil er sich unglücklich macht, auch seine Frau unglücklich macht letztendlich. Vielleicht wäre es auch für diese Frau natürlich im Moment vielleicht schlimm, aber so perspektivisch besser und gesünder das Ganze, wenn da ein klarer Strich drunter gezogen wird. Die Frage ist jetzt nur an dich. Wie lange willst du dieses Hin und Her mitmachen? Ja, das habe ich auch mit ihm durchgesprochen. Ja, das kann natürlich jetzt noch Monate oder weiß ich wie lange gehen. Und das zermürbt dich ja dann auch ungemein. Ja, vor allen Dingen die Familie ist so schlau. Der große Sohn hat jetzt eine Freundin kennengelernt. Und die haben dann jetzt unsere Haube gebracht, mehr oder weniger, und Verlobung gefeiert hier und da. Hm. So nach dem Motto, ja, jetzt ist der Papa ja zu Hause, der kann ja jetzt nicht weggehen. Das ist halt Blamage für die ganze Familie. Wenn die neuen Schwiegereltern dann wissen, ja, der Papa ist ja weg von zu Hause, da haben sie den noch ein bisschen mitgehalten, so dass er jetzt noch ein bisschen, weißt du so, das ist ich verstehe, einfach kompliziert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Frage ist, egal wie er da jetzt verwoben wird oder verwoben ist, die Frage ist, wie lange wirst du es mitmachen und welche Position hast du? Ich weiß es nicht, es ist schwierig, das geht an der Psyche. Das ist sehr schwierig, wenn du sagst, du bist wirklich sehr verliebt in diesen Mann, du liebst ihn, ist man natürlich erstmal offenen Herzens und sagt, naja, okay, ich verstehe deine Zwickmühle, in der du drin steckst. Das versteht man ja auch. Da kann man ja gar nicht leichtfertig drüber sprechen. Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz aber richtig. Letztendlich, er ist ein erwachsener Mann von 42 Jahren, ist er für sein Leben verantwortlich. Genau. Und auch für die Ehrlichkeit seines Lebens. Ja, natürlich. Das heißt, irgendwann muss er eine klare Entscheidung fällen. Und eigentlich müsste die klare Entscheidung für dich und für dieses neue Leben bedeuten. Mhm. Und du musst einfach für dich, da gibt es gar keinen theoretischen Rat, du musst für dich einfach irgendwie den Moment abpassen oder aufpassen auf den Moment, wo du sagst, jetzt kann ich nicht mehr, du musst, ich gehe jetzt, wenn du nicht entscheidest. Ja. Weil das Problem ist, ich wollte ja auch keinen Druck machen halt, ne? Aber nein, natürlich nicht, will man ja auch nicht. Ist ja auch klar. Ich hätte auch keine Lust dazu, ne? Ist er ist hin und her gerissen, ne? Klar, er ist aber zu Hause, er ruft mich an und hat schon wieder Theater zu Hause, natürlich. Was soll ich denn machen? Natürlich. Ja. Nein, was er machen soll, ist im Prinzip klar, aber das muss er natürlich für sich mit seinem Gewissen und all die Dinge muss er für sich entscheiden. Du musst sehen, dass du nicht irgendwann da als Nervenbündel rausgehst.
wenn das Monate und Monate oder ein Jahr oder noch länger geht. Ja. Es gibt da keinen Zeitraum, wo man sagt, so ab dem 10. Monat muss man eine Entscheidung fällen. Das gibt's nicht. Das muss man für sich, das ist so subjektiv, das muss man für sich entscheiden. Ich finde, er müsste aus der Ehe raus, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ich würde euch ausgesprochen viel Glück von Herzen wünschen. Und dir wünsche ich, Nicole, dass du den richtigen Zeitpunkt findest, zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt musst du dich entscheiden. Ja, weil das geht dann nicht mehr, dieses Thema. Und so, ne? Genau. Das ist ja, kann man gar nicht beschreiben, das ist schmerzvoll. Ja, halt, ne? Ja. Wie jetzt im Moment, er ist im Moment gerade da, ne? Natürlich. Nach einer halben Stunde noch und dann muss er schnell wieder nach Hause, ne? Ja, das ist Horror. Weil die Frau dann wieder Theater macht, das ist einfach doof, das geht einfach nicht, ja. Ne? Also, ja, wie gesagt, er musste raus und du musst für dich den Zeitpunkt finden, wie lange du es mitmachst. Ja. Alles Gute von Herzen, Nicole. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch und unsere Internetadresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Matthias ist hier. Matthias ist 29. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Matthias. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir ist was ganz, ganz Schlimmes passiert in meinem Leben. Ja. Und zwar habe ich letztes Jahr im August, Ende August, meine Traumfrau geheiratet. Mit der war ich vorher 9 Jahre lang zusammen. 9 Jahre? Ja, 9 Jahre. Ich kenne sie, seitdem sie 17 Jahre alt ist. Und habe mich entschlossen, sie jetzt endlich zu heiraten. Und sie hat da schon mehrmals auch so Anzeichen gemacht. Und dann war dieser Entschluss halt eben da, dass ich sie heirate. Und es war eine tolle Feier, eine tolle Verlobungsfeier. Es war eine Überraschung für sie natürlich. Sie wusste davon gar nichts. Ach, sie wusste gar nichts davon? Nein, sie. Du hast sie mit der Hochzeit überrascht? Nein, ich habe sie mit der Verlobung. Ach, mit der Verlobung erstmal. Ich habe sie hier bei uns zu Hause halt hier empfangen und vorher mit einer Freundin, dass sie halt weg gewesen ist und habe hier alles vorbereitet und alle Freunde waren da. Wir waren hier echt mit 30 Leute bei mir in der Wohnung bei uns und es war einfach nur wunderschön. Und ja, dann habe ich sie halt letztes Jahr geheiratet. Im August und ich habe ihr alle Freiheiten gegeben. Ich habe sie ihr gesagt, hör zu, ich möchte dich unbedingt heiraten und du kannst machen, was du möchtest. Warum kam die, wenn ich das zwischendurch fragen darf, die Entscheidung zur Heirat, Verlobung, Heirat erst so spät, nach 9 Jahren? Weil ich mir vorher in meinem Leben nicht sicher war und sie sich auch nicht so richtig sicher war mit Studium und mit meiner Ausbildung. Aber dann warst du dir sicher und hast gedacht, jetzt machen wir es. Genau, jetzt war dieser Zeitpunkt halt einfach da und wir haben alles abgeschlossen gehabt. Ja, so weit, so gut. Genau, es war alles super. Wir hatten eine traumhafte Hochzeit direkt am Wasser in einer traumhaften Kirche. Ja. Und es war alles wunderschön, es war wirklich perfekt. Und wenn jetzt bloß nicht ein großes Aber über allem hinge. Ja, das ist... Ich höre es schon in der Stimme. Das große Aber ist gekommen, dass sie mich am 9.12. letzten Jahres verlassen hat und zu mir gesagt hat, dass sie sich in jemanden verliebt hat, den sie von der Arbeit kennt und mich 6 Wochen nach der Ehe schon betrogen hat mit ihm. Das ist aber heftig. Ja. Das ist heftig. Nach 9 Jahren und dann heiratet man. Ja. Und dann ist alles ganz toll und dann ein paar Wochen später verknallt sie sich in jemand anderen. Ja, wir wollten Kinder, alles. Wir hatten unsere ganze Zukunft im Plan. Weißt du, was mir ganz spontan durch den Kopf geht? Mhm. Da war da vorher einiges aber auch schon im Busch. Und das habt ihr verdrängt. Mhm. Das kann ich mir anders nicht vorstellen. Ja. Aber das ist auch wurscht im Nachhinein, das zu interpretieren. Die hat am 9.12. dir gesagt, da ist jemand anders. Genau, sie hat sich in jemanden verliebt, ist auch knall auf Halle ausgezogen. Ach so, sofort raus. Vor Weihnachten noch raus? Ja, vor Weihnachten. Wir hatten eine Hochzeitsreise gebucht. Wir wollten am 2. Weihnachtstag nach Spanien zur Hochzeitsreise. Das habe ich alles alleine gemacht. Wie lange lief das denn mit dem anderen schon angeblich? 6 Wochen nach unserer Ehe. Wenn es denn stimmt. Ja, wenn es denn stimmt. Und das ist halt eben das Schlimme daran, dass ich halt vorher auch nie irgendetwas geahnt habe. Und vor allem das Schlimmste ist auch noch, dass derjenige halt über 50 Jahre alt ist. Warum ist das besonders schlimm? Weil du dich in deine Eitelkeit gekränkt fühlst? Ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich da hingezogen fühlt. Hm. Gut, das ist jetzt erstmal egal, ob der eine 50 oder 30 ist. Ja, im Endeffekt ist es egal. Das ist im Endeffekt egal. Ja. Hm. Die 6 Wochen, als sie angeblich mit ihm schon zusammen war, hast du da irgendwas bemerkt, dass sie anders ist? Nein, gar nichts. Wir wollten weiterhin Kinder haben. Sie hat 2 Tage, bevor sie mich verlassen hat, hat sie noch im Internet unsere Hochzeitsbücher bestellt, die Danksagungskarten losgeschickt. Krass. Die Bilder hier aufgehängt. Krass, das heißt, sie hat perfekt geschauspielert. Perfekt. Perfekt.
Ihr habt auch miteinander geschlafen? Alles. Alles so wie immer? Alles wie immer. Ich bin nach Hause von der Arbeit gekommen, habe mich darauf gefreut, dass sie da war und im Nachhinein fällt dann immer so auf, sie hatte immer, fast immer einen Bademantel an und hat mir auch gesagt, dass sie sich mit dem Typen halt tagsüber getroffen hat. Also bei euch in der Wohnung womöglich? Ja, ich hoffe nicht, aber wir haben halt zwei Autos und ich weiß natürlich nicht, ich bin natürlich nicht... Nee, wenn sie einen Bademantel zu Hause anhat, dann hat sie den zu Hause an und dann kann man sich denken, was vorher zu Hause passiert ist. Ja, oder sie ist bei ihm gewesen und hat sich danach dann halt eben hier fertig gemacht, also es ist natürlich... Hat die dir das dann, wie hat die dir das gesagt? Wir haben hier Samstagmorgen, wollten hier frühstücken und waren am Frühstückstisch und alles, ich habe alles fertig gemacht. Sie ist dann ein bisschen später aufgestanden, weil sie lange gearbeitet hat nachts und habe dann hier alles fertig gemacht und ja, habe sie dann halt eben geweckt und dann kam sie halt rüber und hat mir auch noch ein Küsschen gegeben und hier und da und es war alles noch wie gehabt und dann wollten wir gerade so die Brötchen aufschneiden und dann sagt sie mir so, hör zu, mir ist da was passiert, ich muss dir was erzählen. Und da fiel dir das Brötchen aus der Hand. Dann, ja, da sind bei mir auch alles gefallen, was irgendwie fallen konnte. Also ich habe. Und dann hat sie richtig erzählt. Dann hat sie mir das erzählt, dass sie sich in jemanden verliebt hat. Und das heißt, hatte auch schon jemanden im Visier gehabt und hat sie darauf direkt auch angesprochen und sie hat vehement abgestritten, dass er es sein könnte. Ach, du hattest jemanden im Visier schon? Ja. Wie kommt das? Das weiß ich nicht, weil er ist halt so ein Draufgänger und er probiert halt, sich zu profilieren, indem er halt jeden Schlüpfer hinterherjagt, sagen wir mal. Ist das denn nun der, den sie dann auch hatte? Ja. Das ist der. Also das hat sie am Anfang nicht zugestanden, aber dann nach einer Weile schon? Ja. Also sie hat mir das, am Anfang hat sie mich angelogen da auch und hat mir das gesagt, das war er, ist er nicht und den kennst du halt nicht, den habe ich nur dreimal gesehen und war halt mit dem schon einmal im Bett. Wie viele Tage sind dann vergangen, bis sie ausgezogen ist? 2 Tage. Ach, das ist ja unglaublich. Wo ist sie denn hingezogen? Zu dem sofort? Ja, gleich zu ihm. Ist ja unfassbar. Gleich zu ihm. Ist ja unfassbar, nach 2 Tagen. Ja. Da glaubt man einen Menschen zu kennen, ne? Ja. 9 Jahre ist man mit dem zusammen. Sofort Scheidung. Sie möchte sofort die Scheidung. Ehe annullieren geht es nicht. Geht vom Gesetz her nicht mehr. Hast du sie in den letzten Tagen gesehen, Wochen? Ich habe sie nach unserer oder meiner Hochzeitsreise habe ich sie gesehen, weil sie dann gesagt hat, sie möchte mir es jetzt sagen, weil ich halt auch Freunde halt... Die Hochzeitsreise, warst du alleine auf Hochzeit? Ich bin alleine hingefahren. Ach, du bist alleine gefahren? Ja, ich musste... Wie traurig! Ich musste einfach Abstand gewinnen, ich musste einfach... Aber denkt man denn nicht die ganze Zeit dann, mein Gott, man sitzt irgendwie in einer tollen Umgebung, in Spanien, sagst du, war das? Ja. Und denkt immer, jetzt könnte sie hier sein, jetzt könnte alles toll sein und ich sitze hier alleine, ich armer Kerl. Ja, ganz genau. Dass du dir das angetan hast. Das große Problem, ja, ich musste einfach raus. Das große Problem war, ich hätte meinen Laptop nicht mitnehmen müssen, weil ich bin da jeden Tag irgendwie mindestens 10 Stunden im Internet gewesen. Und warum? Und habe dann halt probiert, über Freunde rauszukriegen, wer das sein könnte und habe probiert, da irgendwelche Erfahrungen rauszukriegen und was mich natürlich immer noch mehr fertig gemacht hat. Ne? Achso, das heißt, während des Urlaubs hast du dich letztendlich nur damit beschäftigt? Ja, nichts anderes. Also gab es denn kein einziges Mal eine richtig ordentliche Auseinandersetzung, ein Gespräch, eine Erklärung? Nein. Gar nichts? Nein. Sie hat nichts erklärt, warum es dazu gekommen ist, warum, nein, wieso und... Was wir vielleicht gemacht haben könnte. Hat sie nicht gemacht? Nein. Sie hat sich auch nicht geäußert, was sie für Gefühle noch hat. Offensichtlich wohl nicht mehr viele, wenn sie gleich die Scheidung will. Ja. Sie möchte auch sofort Kinder mit ihm. Also ich denke auch schon, dass sie schwanger ist von dem. Also, das habe ich gerade nicht verstanden. Ihr habt euch dann einmal getroffen nach deiner Hochzeitsreise? Ja, genau. Und wie verlief das Treffen? Da hat sie mir das halt eben gesagt, wer es ist. Mhm. Und ich habe mit ihm auch noch selber gesprochen. Mhm. Ich hab, bist du wahnsinnig? Warum hast du dir denn das noch angetan? Ich hab diese Stärke einfach bewiesen, einfach für mich, um einfach für mich Klarheit zu bekommen. Was hast du ihn denn gefragt? Ich habe ihn gefragt, wie es dazu kommen konnte. Und er sagt zu mir, er kann es selber nicht erklären. Jenny, also meine Frau war vorher asexuell für ihn. Und auf einmal hat es gefunkt. Hast du dich alleine mit dem getroffen? Also ich muss dazu sagen, dass meine Frau arbeitet abends, wo halt auch andere Leute sind und er halt auch da war. Also er und halt dann bist du da hingegangen? Genau. Ich hab und endete das Gespräch in einem Streit, oder? Nein, es endete einfach nur darin, dass ich ihn halt verbal halt eben halt auch nochmal erzählt habe, was ich von ihm denke.
wie er, was ich denke, dass es einfach unmenschlich ist, wie er reagiert. Herr Matthias, du sollst nicht dem sagen, was er für eine Scheiße gebaut hat, sondern wenn ihr, der Typ, ist irgendwie egal, der ist, da kann er nichts dafür. Ja, das habe ich auch gesagt. Sie ist es. Sie hat es entschieden. Ja. Wenn sie es nicht entschieden hätte, dann hätte der Typ nie Schnitte gehabt. Ja. Also das Abstrakte ist daran einfach, dass vorher nie irgendjemand irgendetwas geahnt hat. Mhm. Nicht mal ansatzweise. Und dieses eine Gespräch, was da stattgefunden hat mit ihr dann noch, ist da irgendwas rumgekommen? Nein, es waren 5 Minuten, wo sie mir jetzt einfach gesagt hat, wer es ist. Und dann war es, sie hat mich kurz gefragt, wie denn der Urlaub gewesen ist. Sehr nett. Ja. Mhm. Hätte sie sich eigentlich auch schenken können. Also Matthias, das ist schon eine harte Geschichte. Ja, sehr hart. Also ich bin auch mein Mitgefühl, das ist wirklich heftig. Ja, ich bin auch 4-mal die Woche in Psychotherapie deswegen und hoffe, dass ich da irgendwann wieder rauskomme das und ist, einen neuen Lebensmut schaffe. Ja, das ist natürlich schon heftig, wenn sowas passiert. Aber wenn die andere Person da so feige ist, und das scheint deine Frau zu sein, dir nicht klar ins Gesicht zu sagen, was da passiert ist in ihr oder vielleicht schon lange in ihr passiert war. Das würde dir helfen, und wenn das noch so bitter wäre. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja immer das, dass man soll sich ja auseinandersetzen, wenn man sich getrennt hat. Und wenn das für den Verlassenen noch so schmerzhaft ist, aber das ist besser als dieses Nichts, einfach so gehen. Ja. Tschüss, gehen. Ja. Also das Abstrakte ist auch daran, wir haben halt auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Es lässt sich ja nach 9 Jahren auch nicht irgendwie leugnen. Mhm. Da baut man sich ja auch einen gemeinsamen Freundeskreis auf. Und mein bester Freund ist auch mein Trauzeuge gewesen und dessen Frau ist die beste Freundin von meiner Frau. Also alles verwickelt und verwoben. Und das ist total abartig, weil da sind natürlich auch, die beiden haben natürlich dann auch Meinungsverschiedenheiten. Ich erzähle meinem besten Freund was und das wird dann halt auch so ein Stück weit immer weiter getragen. Und ich würde an der Stelle, auch wenn es der beste Freund ist, oder ich würde versuchen, so weit wie möglich Abstand jetzt zu nehmen von allem, was irgendwie mit dieser Ex zu tun hat. Ja. Weil das nur schmerzhaft ist. Ja. Das bringt gar nichts mehr. Ja. Seid froh, dass ihr noch keine Kinder habt. Ja, dann wird das alles noch komplizierter und schwieriger. Ja, Gott sei Dank. Und da musst du jetzt einfach durch diesen Schmerz durch. Da gibt's, glaube ich, keine... Du bist in einer Therapie, sagst du, das ist schon mal ganz gut. Da kannst du dich viel ausquatschen. Ja, das Problem ist, ich bin selber auch Therapeut. Ach, du bist selbst Therapeut? Ja. Naja, umso besser. Umso mehr kannst du ja dann gezielt auch dich äußern. Und heftig. Musst du durch. Hätte ich nie gedacht, dass es mich in meinem Leben, dass es mich so hart treffen kann. Ganz blöder Spruch. Weil klingt blöd, ist aber nicht blöd. Mhm. Du bist 29 Jahre alt. Mhm. Es wird eine vielleicht noch eine gewisse oder vielleicht sogar eine längere Zeit des Leidens wird es geben. Ja. Kann sein, jeder reagiert da anders. Ja. Aber hundertprozentig wird eine bessere Zeit kommen. Hundertprozentig wird auch irgendwann, das kann vielleicht auch noch ein paar Jahre dauern, weiß ich nicht, wie du so funktionierst, wird ein neuer Mensch kommen. Und das ist eine Hoffnung, für die sich dann auch, an der man sich auch klammern sollte. Ja. Das ist jetzt nicht nur so ein Trostspruch. Es ist so. Ja. Ich glaube, wenn man so tief drin steckt, möchte man das gar nicht hören, wenn jemand das sagt, weil man denkt, ja gut, ja toll, es wird besser. Es wird besser. Aber es wird auch am Anfang noch immer wieder ganz schlimm sein. Ja, das Perverse ist einfach nur, dass ich sie wieder zurücknehmen würde, wenn sie jetzt wieder vor der Tür stehen würde. Ja. Da musst du dich innerlich auch drum verabschieden, indem du dir immer wieder klar machst, was die Frau dir angetan hat. Ja. Und das funktioniert nur, wenn man sich das wirklich penetrant selbst einhämmert. Ja. Und all diese Idealisierung der Person wirklich ad acta legt. Ne? Ja, das war eigentlich alles sehr, sehr perfekt. Und dann das war aber nicht perfekt, das war zum Schluss eine Lüge. Ja, definitiv, ja. Matthias, meine Zeit rennt weg. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir eine Themennacht. Darauf möchte ich euch jetzt aufmerksam machen. Und morgen heißt unser Thema Gewissensentscheidungen. Steht ihr vielleicht eventuell vor der Frage, einen schwerkranken Angehörigen zwangsernähren zu lassen oder es zu unterlassen? Oder habt ihr vielleicht selbst eine sehr schlimme Erkrankung, eine Diagnose gestellt bekommen und habt entschieden, es euren Angehörigen nicht zu sagen, um die Angehörigen nicht zu belästigen? Oder habt ihr vielleicht das Problem, einen sehr nahen Menschen fallen zu lassen, weil so viel vorgefallen ist, dass ihr sagt,
ich kann nicht mehr, ich habe nicht mehr die Kraft, obwohl ich diesen Menschen liebe, obwohl es vielleicht mein Kind ist, ich muss es fallen lassen. Jeder von uns steht ja immer wieder mal im Leben vor so dramatischen Fragen, die man auch nicht leichtfertig beantworten kann, wo man viel nachdenken muss oder mit Freunden beraten muss, was zu tun ist. Wenn ihr im Moment in so einer Entscheidungsphase steht oder vielleicht auch schon eine Entscheidung getroffen habt und dennoch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Um 1 beginnt die Sendung. Während der Sendung könnt ihr natürlich auch immer anrufen oder meldet euch halt per Mail unter domain@wdr.de. Gewissensentscheidungen. Müsst ihr gerade vielleicht eine große, dramatische Gewissensentscheidung fällen? Oder habt ihr sie schon getroffen und möchtet auch nochmal drüber sprechen? Das ist das Thema unserer morgigen Sendung. Jetzt ist hier in der Leitung bei mir der Tim. Und Tim ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Tim. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Tim. Um was geht's? Ja, es geht um mich und meine Freundin. Erzähl, was ist da los? Sie kann keinen Orgasmus haben. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? 5 Monate ungefähr. Ist ja noch nicht so ganz viel. Nö, das ist wohl wahr, aber... Wie alt ist sie? Auch 18. Auch 18, mhm. Und ja, wenn wir zwei Sex haben, dann hat sie ihren Spaß dabei, das merkt man auch. Mhm. Und es geht alles in Richtung, ja, wir haben unseren Spaß und kommen auch. Nur kurz davor, bevor sie kommen würde, bricht sie ab, sagt, sie hätte Angst oder könnte das nicht und schlägt teilweise auch um sich und... Ja. Ach so, das heißt, sie ist durchaus in einer guten, entspannten Stimmung. Richtig. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie kurz vor dem Höhepunkt ist. Ja. Sagt sie das auch so, dass sie das Gefühl hat, kurz davor zu sein? Nein, das sagt sie nicht. Aber man sieht es und... Man merkt es und du hast das Gefühl. Ja. Und das sagt sie hinterher dann auch, dass sie schon kurz davor war. Nur in dem Augenblick sagt sie es halt nicht. Und dann bricht sie es ab. Richtig. Ja. Hast du mit ihr darüber konkret gesprochen, warum sie das tut? Ja, und sie sagt, sie wüsste es nicht. Hat sie das immer schon gemacht? Bei der Masturbation ja, und auch seitdem wir Sex haben. Also wenn sie sich selbst befriedigt, kommt es auch nicht zum Höhepunkt? Nein, sie bricht dann halt aus irgendwann ab oder macht halt so lange weiter, bis sie irgendwann wieder sagt, wieder rumschreit, dass sie Angst hätte und dann hört sie halt auf. Hat sie denn überhaupt in ihrem Leben schon mal einen Orgasmus gehabt? Laut ihrer Aussage nein. Nein. Mhm. Das heißt, da ist irgendeine eine große Blockade vor dem Höhepunkt. Richtig. Mhm. Und sie hat überhaupt keine Ahnung, woran das liegt, was es sein kann. Nicht. Ich habe sie schon mal direkt darauf angesprochen, kann es sein, dass sie vergewaltigt wurde, aber sie sagt, sie wüsste es nicht. Sie sagt, ich weiß es nicht? Richtig. Sie sagt nicht, nein, ich bin nicht vergewaltigt worden? Nein, sie sagt, sie weiß es nicht. Das ist ja schon eine Antwort, wo man so ein bisschen hellhörig wird, ne? Ja, aber ich habe versucht, mehr aus ihr rauszukriegen, habe sie gefragt, ob's der Vater war oder... Also sie sagt ganz klar, sie hat keine Ahnung. Mhm, mhm. Wenn jemand nicht, wie ganz spontan sagt, nein, ist es nie irgendetwas Schlimmes vorgefallen, das hat natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn jemand sagt, ich weiß es nicht. Richtig. Das heißt, da ist irgendeine Unsicherheit, vielleicht ist wirklich irgendwann vor sehr langer Zeit irgendwas mal vorgefallen. Ja, das irgendwas Sexuelles. Auch. Mhm. Aber sonst ist sie so im Bereich Sexualität, im Vorspiel und was man so alles sonst macht, ist sie ganz locker und entspannt. Sie hat mich da schon öfters mal verwundert, ja doch. Sie ist sehr offen. Sehr offen. Das ist nur dann, wenn es an den Punkt kommt, dann ist es vorbei. Richtig. Mhm. Empfindet sie das auch als bedrückend oder als Problem? Sie empfindet sie sich für sich als mit Sicherheit als Problem, aber vor allem entschuldigt sie sich auch immer danach bei mir. Mhm. Also es ist mir schon scheinbar leid. Klar, es ist natürlich auch irgendwie ein Schatten, sage ich mal so, auf eure Sexualität. Richtig. Mhm. Also wenn das so permanent auftritt und es immer aufgetreten ist, so wie du es gerade beschrieben hast, und sie auch eine solche etwas kryptische Äußerung gemacht hat, fände ich das schon sehr ratsam, wenn du sie vielleicht bewegen könntest oder ihr den Vorschlag mal machen könntest, dass sie mal zu einer Beratung, zu einer Sexualberatung geht. Hm, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Sie wollte es zwar am Anfang nicht, aber mittlerweile sagt sie, ja gut, dann versuchen wir es halt mal so. Mhm. Nur ich kenne halt keine Stellen, was sowas angeht. Ja, da können wir dir gleich gerne behilflich sein und dir einige Adressen geben. Offensichtlich scheint sie da ja auch
offen zu sein und willens, dass sie, dass du ihr das dann vielleicht auch nahelegen kannst. Du kannst sie natürlich nicht das zu zwingen, aber du kannst ihr das, kannst es ihr natürlich anbieten. Ich kann es versuchen, genau. Ja, fände ich in dem Falle wirklich sehr richtig, das so zu machen. Weil du wirst es nicht alleine schaffen, natürlich nicht. Und sie ist ja in sich selbst auch gefangen und weiß nicht, was mit ihr los ist. Richtig. Also wäre es gut, wenn da ein fachkundiger Mensch sich ein bisschen mit ihr mal beschäftigen würde. Mhm. Tim, dann bitte ich dich Folgendes zu machen. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Sabine, die das Gespräch jetzt auch mitgehört hat, zurückgerufen. Und die versorgt dich dann mit den entsprechenden Informationsstellen und Adressen. Ja, super, danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Krina, oder kommt von dir? Ja, dann sag bitte der Sabine auch noch deine Anschrift. Jo, mach ich. Alles klar, danke. Ja, tschüss, Tim. Barbara begrüße ich herzlich. Barbara ist 36. Hallo, Jürgen. Da lacht Barbara. Sie schon. Ja, weil ich eine Zeit hier mithöre und denke, jetzt ist mein Thema jetzt nicht mal mit sexueller Art. Aber ich freue mich, dir erstmal ein Ohr abkauen zu dürfen. Ja, also ich freue mich, dass du da bist und das ist auch völlig egal. Das muss auch kein sexuelles Thema sein, das weißt du ja. Wir reden ja hier über alles. Ja, ist klar. Nee, ich dachte jetzt schon irgendwie, weil jetzt... Oh, ich lege einfach mal los. Ja, um was geht's denn? Es geht bei mir um Brustkrebs. Mhm. Bist du betroffen? Ich bin 36 und betroffen. Seit wann? Jetzt seit 3. Dezember habe ich die Diagnose bekommen. 3. Dezember? Ja, letzten Jahres, also nur 7. Ja, das heißt, die Diagnose ist noch gar nicht lange her. Nee, ich bin also noch ganz frisch jetzt dabei. Ich habe mich für die Chemotherapie im Vorfeld entschieden. Es gibt keine Operation? Doch, nach der Chemotherapie. Also die Frage war vom Arzt halt, ich jetzt konnte jetzt selber entscheiden, ob ich erst die Operation möchte oder dann die Chemo. Ja. Und da der Arzt mir geraten hat, weil ich halt noch jung bin, dass die Chancen doch besser sind, wenn ich die Chemo vorher mache, habe ich gar nicht lange gewartet, habe direkt losgelegt. Wie ist es zu der Diagnose gekommen? War das eine Routineuntersuchung und hast du selbst irgendetwas, eine Auffälligkeit bemerkt? Ich habe selbst eine Auffälligkeit bemerkt und ich habe erst 2-3 Wochen gewartet, weil ich dachte, es könnte auch mein Lymphknoten sein, der verhärtet ist. Ich habe es auch ein bisschen verdrängt, weil mir ging Brustkrebs eigentlich schon ein Leben lang durch den Kopf, als ich hörte, bei uns in der Familie gab es Krebs. Und habe jetzt erst verinnerlicht, dass für mich so das ein bisschen mit Schicksal vielleicht auch zu tun hat, dass ich denke, es musste Brustkrebs sein. Also ich habe 2 Tage eigentlich nach der Diagnose bin ich erstmal total zusammengeklappt. Das glaube ich. Und Wie weit ist der Krebs denn fortgeschritten? Man hat dich doch wahrscheinlich Grund untersucht. Ja, ich habe alle Untersuchungen. Ich war erst beim Gynäkologen und der hat Ultraschall gemacht und war erst recht rosig und meinte, ich überweise ihn mal ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus habe ich dann bei der nächsten Ultraschalluntersuchung einen sehr netten Arzt gehabt und der meinte gleich, oh, das sieht nicht gut aus, ich mache mir Sorgen. Und da fand ich auch gleich, dass ich da im Krankenhaus auch richtig bin, weil ich möchte nicht, dass man das erst hinhält und sagt, naja, irgendwie machen sich keine Sorgen, warten wir mal ab. Und ich habe mich also schon über die Ehrlichkeit auch ein bisschen gefreut. Man dann den ganzen Körper mit einem Kernspintomographen zum Beispiel? Alles Mögliche. Alles gemacht. Ich habe direkt eine Gewebeprobe entnommen. Das nennt sich Biopsie, eine Stanzbiopsie. Und das wurde dann eingeschickt. Und 2 Tage später hieß es dann, ja, der Befund ist da, Sie haben Krebs. Also der war 3 Zentimeter groß. Gibt es eine Streuung schon des Krebses? Gott sei Dank nicht. Also es gibt keine Metastasen. Ich kannte mich jetzt auch in dem Punkt gar nicht so weit aus. Also das ist mir hinterher erst bewusst geworden, nachdem die Untersuchungen abgeschlossen waren, wie wichtig es ist, keine Metastasen zu haben. Weil das eigentlich dann über kurz oder lang das Todesurteil ist. So, das heißt, es wird eine Chemotherapie gemacht. Ja. Und dann gibt es eine Operation, wird die ganze Brust dann abgenommen oder wie wird die Operation? Dadurch, dass ich so früh gegangen bin, sagt man, dass es jetzt brusterhaltend operiert wird. Also es wird um den Brustwarzenvorhof dann aufgemacht und dann halt da rausgenommen. Aber ich kann positiverweise sagen, dass ich selber erstaunt bin. Ich hatte natürlich erstmal Angst, was da auf mich zukommt. Und ich muss sagen, die Nebenwirkungen sind oft schlimmer beschrieben, als sie jetzt bei mir speziellerweise sind. Also heute zum Beispiel ist der erste Mal ein sehr schlechter Tag. Wie lange läuft die jetzt genau schon, die Chemotherapie? Ich habe jetzt 2 Anwendungen bekomme noch 4 alle 3 Wochen. Ja. Und ich habe nach 3 Tagen schon gemerkt, wie der Tumor kleiner wurde. Das hast du selbst gemerkt? Selbst gefühlt.
Ach, so schnell wirkt das? So schnell wirkt das. Also das ist, die Ärzte sind auch selber alle erstaunt und ich bin auch da die Jüngste. Mhm. Und die meisten, habe ich so gemerkt, also die warten viel, viel länger. Und deswegen rufe ich auch an, um allen, nicht nur Frauen, sondern auch Männern Mut zu machen. Mhm. Weil es kann auch bei Männern vorkommen, dass sie Brustkrebs bekommen. Das ist in der Tat, weil das hat mein Urologe mir mal erklärt, nachdem ich da eine Routineuntersuchung mache. Und dann packt er mir so in die Brust. Ich sage, was ist das denn jetzt? Was ist das? Ist das was Urologisches? Nein, nein, sagt er, es gibt auch Männer, die Brustkrebs haben. Ja. Ja, in der Tat. Wohl sehr wenige, aber es gibt es. Da wird dann auch Mammographie gemacht und alles Mögliche. Also wir haben auch einen Mann da in der Therapie. Also soll man nicht meinen, ich war auch erstaunt, aber ich meine... Aber du klingst... Wir haben auch Brüste. Ja. Du klingst, Barbara, muss ich sagen, trotz dieser schlimmen Diagnose, doch sehr vital und sehr optimistisch. Das ist mein Grund des Anrufs, weil ich seitdem, also die zwei Tage, als ich da so fürchterlich abgestürzt war, habe ich mir dann erstmal den dritten Tag richtig die Ruhe reingetan. Mhm. Und habe erstmal überlegt, wo will ich hin und was will ich erreichen. Und da ist mir so vieles klar geworden. Was ist ja klar geworden? Dass das Leben eigentlich zu kurz ist für Kleinigkeiten. Mhm. Also ich war früher ein sehr, ja, sag ich mal, gerade in den letzten Jahren ein depressiver Mensch, habe sehr, sehr viele Ängste gehabt vor allem Möglichen. Mhm. Habe mich auch menschlich sehr zurückgezogen und der Brustkrebs öffnet mir jetzt wieder neue Pforten. Ne? Also das ist ja verrückt, ne? Da kriegt man so eine schwere Krankheit und wird, obwohl man vorher depressiv war, kommt dadurch in eine etwas bessere Lebensstimmung. Richtig. Und das ist schon verrückt. Den ersten Tag danach, nachdem ich das so verinnerlicht habe, da konnte ich Bäume ausreißen. Ne? Also da habe ich auch alle Untersuchungen, da tat nichts weh und obwohl er schon anfing zu ziehen, und da sagt jeder, meine Güte, irgendwie, wie du das so umsetzt. Lebst du denn alleine? Hast du einen Mann? Bist du verheiratet? Hast du einen Freund? Ich habe einen Freund. Wir sind 8 Jahre zusammen. Und wie geht der damit um? Hält auch ganz knuffig zu mir. Also ist gar kein Thema für uns. Mhm. Insofern, ich meine, er hat selber mit Krebs seiner Familie ein paar Leute verloren. Der hat ein bisschen mehr zu kämpfen als ich jetzt, sagen wir mal. Mhm. Also mittlerweile hat er sich auch wieder gefangen, weil er sich freut, dass es mir doch so gut geht dabei. Habt ihr Kinder auch? Nee, keine Kinder. Also, hast du Angst vor, du sagst, es gibt eine brusterhaltende Operation. Das heißt aber, man wird wahrscheinlich schon doch auch etwas sehen. Ist dir das unangenehm? Hast du Angst vor den optischen, kosmetischen Folgen? Ich habe da schon eine Narbe. Ich habe einen Port bekommen, jetzt auf der anderen Seite so einen Venenzugang. Mhm. Weil das Mittel ist halt so aggressiv, dass wenn das in die Arme geht, das teilweise schon die Haut und alles verätzen könnte. Ah ja. Und den Port ist wie so ein Herzschrittmacher unter der Haut. Die Narbe ist so 20 Zentimeter an der Schulter. Also ich sag dir ehrlich, also ich habe dem Arzt damals direkt gesagt, nehmt mir die Brust ab. Ich wollte eigentlich gar keine Chemo machen, weil ich hatte so schöne lange Haare. Das war eher mein Problem. Mhm. Na, dass ich die jetzt gelassen habe. Und sogar das verwundere ich mich selber über mich, wie gut ich das so hingenommen habe, dass die langen Haare schnipp einmal ab und waren die... Ach so, du hast sie vorher gleich abgeschnitten und rasiert. Ja. Ja, weil die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit so groß war, dass sie ohnehin ausfallen würden. Ja, ich wollte die, das ist auch eine psychische Belastung, wenn man so überall Haare rumliegen hat. Natürlich, ja. Also ich, und da die so lang waren und ich von vornherein Bedenken hatte, habe ich mich entschieden, sobald das anfängt, schneid zu sein. Das heißt, du hast jetzt noch kürzere Haare als ich habe? Ich hab jetzt Glatze. Eine Glatze, richtig. Ich auch nicht, ich sitze nicht vom Pferd. Ach so. Häng jetzt am Telefon. Verstehe, das ist auch vernünftig so. Also du hast jetzt eine Glatze und wenn du rausgehst, Hütchen auf, Mütze, Kopf, gar nicht, einfach so. Ich gehe so. Also und das ist das, was ich auch so toll finde, dass ich sehe, ich habe gar keine schlechte Kopfhaut, wie jeder sagt, boah, jetzt sieht man endlich mal dein hübsches Gesicht. Dann gehst du aber wirklich Respekt, aber wirklich sehr offensiv und in der Weise auch sehr positiv mit all diesen ganzen Dingen um. Du versteckst dich nicht, du sagst, wenn die Brust halt ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen vernarbter, ist auch egal. Ja. Hauptsache gesund. Ja, und ohne Ängste zu leben. Und ohne Ängste zu leben, genau. Ja, also ein bisschen positiver wieder zu denken. Ich meine, klar, früher habe ich 2-3 Mal die Woche geweint. Ich meine, ich habe trotzdem noch Phasen, hat man im normalen Leben auch, wo man dann mal einen Absturz hat. Und ich sag mal, heute ist jetzt das Witzige, dass das erste Mal meine Blutwerte so richtig schlecht sind und ich so mit Entzündungen zu kämpfen habe. Aber ich teilweise schon manchmal ein schlechtes Gewissen habe, den anderen in der Chemotherapie gegenüber, wie schlecht es denen geht. Ja, also ich habe noch Farbe im Gesicht, man sieht es mir nicht an, also viele meinen, ich hätte mir die Glatze extra gemacht. Ja, wie ist es denn so, ist ja auch übel? Nein. Ich habe zwar Medikamente dagegen, wenn es mal soweit ist, also, aber ich habe ehrlich gesagt die ersten Tage auch mal gewartet, die haben mir Wasser gespritzt, da war gar nichts drin, ja. Ich merke nichts.
Und dann, als ich dann fühlte, dass der Tumor kleiner wird, war ich echt erstaunt. Und jetzt haben sie mir so einen Chip da eingesetzt in den Tumor, dass sie den bei der Operation auch wiederfinden. Ach, das ist ja wirklich... Also die Ärzte sind ganz erstaunt, weil ich habe, wie gesagt, zwei Anwendungen und die sind auch der Meinung, dass man und so positiv daran geht, dass das besser klappt. Ja, ja. Und so Appetit ist auch da, kannst du essen? Bestens. Ja. Mensch, Barbara, da wünsche ich dir wirklich von tiefstem, allertiefstem Herzen, dass, dass diese gute Einstellung wirklich dann auch weiter fruchtet und dass du richtig gesund wirst, dass du vollends rundherum gesund wirst. Da gehe ich zu 100% von aus und deswegen möchte ich, wie gesagt, an alle Leute, habt keine Angst, geht euch untersuchen lassen und es ist ja abzusehen, es ist eine Zeit, ich sag mal, Ende des Jahres bin ich wieder voll dabei. Ne? Im Sommer gehe ich schon wieder schwimmen. Also, das ist natürlich jetzt wieder so ein Beispiel, wo man generell nochmal sagen soll, dass die Leute sich da, wo man Vorsorgeuntersuchungen machen lassen kann, gehen sollte. Dass man gehen sollte. Die Zahlen sind erheblich angestiegen. Ja, also natürlich. Also nicht nur mit Brustkrebs, sondern allgemein. Man weiß zwar nicht, woher es kommt. Es gibt ja unterschiedliche Ursachen. Ja, ist auch eigentlich egal. Die ganzen Umweltbelastungen, denen wir ausgesetzt sind. Ja, wenn es einmal da ist, dann habe ich auch nichts mehr davon, wenn ich jetzt weiß, dass es halt... Ja. Und es betrifft so, eben auch, du bist ja auch ein Beispiel dafür, es betrifft eben auch junge Leute. Es kann eben jeden betreffen. Insofern, aber es waren die noch nie so, dass ich wie jetzt im Vorgespräch gesagt habe, ach, wie kann mir das passieren? Irgendwie habe ich das so als Schicksal immer schon gesagt, irgendwas trifft dich mal, irgendwie Krebs in der Familie war schon immer, und sagt ja, aber ich dachte immer schon an Brustkrebs, komischerweise. Ne? Also ich habe an Bauchspeicheldrüse oder Knochenkrebs oder sonstiges, aber toi, 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 ich meine, ich kann nur positiv jetzt berichten. Also Barbara, bleib so, wie du bist. Das ist das ist wirklich eine ganz tolle Einstellung. Und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Zuschauern und Zuhörern jetzt, dass wir dir die wirklich alle Daumen drücken, dass du richtig total gut über den Berg kommst und dann, auch wenn du gesund bist, diese Einstellung weiter behältst. Aber das glaube ich, das wird so. Ich rufe dich dann nochmal an. Ne? Toll, toll, toll. Alles Gute, liebe Barbara. Ja, und du mach weiter so mit deiner Sendung. Danke, sehr nett von dir. Tschüss. Jo, tschüss, Jürgen. Simone ist hier. Simone ist 47. Ja. Nein, Domian, hallo, 44. Oh, bitte. Na, ist ja nicht so schlimm. Bitte, Entschuldigung. Man sieht mich ja nicht. Simone, 44. Ja. Sage ich nochmal. Um was geht's denn? Es geht um den Matthias. Um was? Um den Matthias, den seine Frau verlassen hat, ne? Matthias hieß er, der zweite Anrufer, genau, ja. Genau. Wo die Frau schon, also nach 9 Jahren so auf Knallerfall weg war. Ganz genau. Mhm. Jetzt will ich ihn vielleicht ein bisschen trösten, sag ich mal so. Mhm. Also ich war 8 Jahre auch zusammen mit meinem Freund. Mhm. Wir haben nach 8 Jahren geheiratet, sehr ähnlich. Und ich habe dann meinen Mann nach einer Woche verlassen. Auch nachdem ihr geheiratet hattet? Ja. Nach einer Woche Ehe? Nach einer Woche, ja. Warum? Ich habe mich dann, also ich kannte den Mann auch vorher nicht, knallauffall verliebt. Nach einer Woche? Nach einer Woche, ja. Wo hast du den kennengelernt? Wer war das? Das war auf einer Party von Leuten, die bei uns im Haus gewohnt haben. Und die haben eine Party veranstaltet und da sind wir hin. Und das war dann zufällig der Bruder von der einen. Und ich habe den gesehen und er mich. Und das hat... Aber man verliebt sich doch nicht, wenn die Hauptbeziehung im Lot ist. Kann passieren. Aber dann war doch da irgendwas im Busch. Das hatte ich auch schon zu deinen Kollegen gesagt, wie du schon bei ihm bemerkt hast. Klar, passiert wahrscheinlich sowas nicht, wenn nicht alles super, super toll ist. Genau, wenn alles richtig gut läuft, verliebt man sich nicht in jemand anderen. Nein, genau. Also klar war das wahrscheinlich alles, gab schon ein paar Kleinigkeiten, wo man gesagt hat, naja, es könnte besser sein und so. Und vielleicht sind es ja auch Sachen, die man selbst gar nicht so weiß. Die sind im Unterbewusstsein ablaufen, ne? Genau, das denke ich auch. Das kam dann so, ich sah den und dann, man, ich möchte auch dazu mal sagen, man verliert dann auch wirklich komplett, also den Verstand. Mhm. Also da setzt alles aus. Man ist wirklich wie behämmert und reagiert nur nach seinem Herz und ich habe mich im Übrigen auch nicht erklären können. Wie hast du es denn dann deinem Mann gesagt, nachdem er nun gerade erst eine Woche verheiratet war? Also eigentlich nur ganz kurz. Ich habe ihm gesagt, ich habe mich verliebt in den Typen, den du da oben auch kennengelernt hast und ich packe jetzt meine Koffer und gehe. Und bist dann auch direkt aus der Wohnung? Und bin dann auch direkt mit meinen Koffern gegangen. Zu ihm? Zu dem Neuen? Zu dem anderen, ja. Unfassbar. Ja. Und hast dich auch nie mit deinem Mann auseinandergesetzt? Später. Wie viel später? Vielleicht ein Jahr später. Ein Jahr später. Ja. Wie konntest du es ihm denn dann erklären? Wir haben immer zwischendurch nochmal so ein bisschen Kontakt gehabt, natürlich. Also so... immer mal wieder telefoniert und das war dann so peu à peu, dass ich ihm das erklären konnte. Was war denn die Haupt,
Kritik oder die Haupterklärung an deinen Mann? Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Weißt du bis heute nicht? Nee. Das weiß ich auch bis heute einfach nicht. Kann es einfach sein, dass das nach diesen 8 Jahren so ganz langsam, ohne dass ihr es, dass du es auch bemerkt hast, die Luft rausgegangen war? Genau, würde ich sagen. Gar nichts Böses vorgefallen, einfach nur Interesse verloren, Leidenschaft verloren und so weiter. Alles wunderbar, wir haben uns wunderbar verstanden. Also nichts Schlimmes, überhaupt nicht, im Gegenteil. Mhm. Aber irgendwie, das war so dann wahrscheinlich mehr so eine schleichende Freundschaft gegen. Ja. Und die Liebe ging so weg. Und dann hat man diesen Boah-Effekt gehabt und der hat dann alles überschattet. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert, als du gesagt hast, Sehr gut. Ja. Also erst war er natürlich auch traurig, das ist klar und so, aber ich habe gerade schon so einem Kollegen gesagt, das war eigentlich sehr lustig oder ist sehr lustig oder sehr selten, wünschenswert natürlich. Wir haben eine Freundschaft entwickelt zu dritt. Zu dritt sogar? Ja. Ja, aber Simone, dann glaube ich aber wirklich, dass bei deinem damaligen Mann auch schon die Luft rausgegangen war. Ja, das nehme ich auch an. Ne? Sonst wäre das ja für Matthias ist das ja ein Weltuntergang, ein Drama. Ja, eben, das tat mir jetzt auch ganz leid. Ja, das war bei deinem Mann anders. Dann habt ihr zu dritt eine Freundschaft aufgebaut. Aber erst später. Also natürlich erst, jetzt bin ich von dem, mit dem ich damals zusammen war, auch 6 Jahre, habe ich mich dann getrennt. Und aber schon währenddessen, so in der letzten Zeit, hatten wir uns dann öfter auch zu dritt getroffen und sind mal zusammen weggegangen oder so. Und heute sind wir die besten Freunde. Das ist natürlich nur auch schon ein paar Jahre her. Du und dein ehemaliger Mann. Ja. Und der dazwischen kam, mit dem hast du jetzt keinen Kontakt mehr. Doch. Doch, mit dem bist du immer noch zusammen? Nein, mit dem ich nicht mehr zusammen. Das ist also praktisch immer noch auch mein bester Freund. Achso, immer noch, jetzt sind 3 Freunde geworden. Und die 3 sind Freunde geworden, genau. Das ist ja toll. Wir feiern immer noch Weihnachten zusammen und Silvester und es ist alles ganz klasse und im Sommer fahren wir jetzt in Urlaub. Ach, das ist ja verrückt. Hast du denn wieder zur Zeit eine Beziehung? Ja, ich bin jetzt wieder verheiratet. Und das funktioniert jetzt auch mit deinem jetzigen Mann und den anderen beiden Männern? Nee, von dem bin ich aber auch getrennt. Ja, das ist ja ein bewegtes Leben. Aber die kennen sich auch alle, weil die haben mich da beide, also diese beiden Ex, sage ich mal, Ex-Mann, Ex-Freund, zu meinem jetzigen Nochmann hingekutschiert, weil der wohnt nicht in Berlin, der wohnt woanders. Und die haben mich da hingebracht und als ich da nicht mehr wohnen wollte, haben die mich auch wieder zusammen abgeholt und die haben sich also auch alle kennengelernt. Wie lustig. Aber eigentlich ist es ja toll, wenn das so läuft. Das läuft ja eigentlich in der Regel nicht so. Eben. Diese beiden, also dein Ex-Mann von damals, über den wir gesprochen haben und dann der Freund, der danach kam, haben die neue Partnerin? Nein. Nee. Nein. Alle 3 nicht. Alle 3 nicht. Nee. Ich muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber ich weiß es nicht. Jetzt bist du wieder getrennt von dem. Jetzt bin ich wieder getrennt, ja. Also wir sind noch nicht geschieden, aber das wird darauf hinauslaufen natürlich. Aber nicht so knall auf Fall wie damals? Nee, das nicht. Nee, das war dann schon, also das hatte sich herauskristallisiert langsam. Ja. Aber das ist natürlich wirklich heftig, wenn einem sowas passiert, als verlassen, wenn man dann der Verlassene ist, ist das schon schlimm. Ja, natürlich ist das schlimm. Weil man versteht die Welt ja nicht mehr. Naja, vor allen Dingen, er liebt sie ja nun auch anscheinend nun noch sehr und... Ja. Und bei ihr war es ja nun noch ein bisschen anders, denn mit Betrügen vorher, das war ja nun nicht bei mir, aber gut, ist ja egal. Jedenfalls dieses, so schnell weg, das muss schon furchtbar sein. Das glaube ich auch. Das war so eine Rückmeldung von dir, von Simone auf Matthias. Nur eine kleine Rückmeldung, genau, dass, sowas kann halt passieren. Ich glaube einfach mal, um Leben passieren Dinge, die erahnst du nie. Ja, es kann immer alles passieren. Ja. Es gibt ja irgendwie, das weiß ich ja nur wirklich auch aus Erfahrung hier aus dieser Sendung, es gibt irgendwie, es gibt alles die absonderlichsten Sachen. Nicht? Genau. Und immer wieder bin ich nur erstaunt, was ich hier höre. Ja, das glaube ich dir. Liebe Simone, schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Sendung und schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Gewissensentscheidung. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Phasen in eurem Leben oder Situationen in eurem Leben, wo ihr eine gravierende Gewissensentscheidung habt treffen müssen. Oder vielleicht seid ihr gerade dabei, sie zu treffen. Das kann sein, ich habe es gerade ja schon gesagt, wenn man einen schwerkranken Angehörigen hat, soll dieser Mensch beispielsweise eine Magensonde bekommen oder soll er keine Magensonde bekommen? Oder kann ich eine sehr schwere Krankheit, die ich selbst habe, meinen Ängsten, mich liebenden Menschen zumuten, indem ich das sage? Ist das moralisch legitim, es nicht zu sagen? Oder muss man es gerade den ganz engen Angehörigen sagen? Oder aber in die Situation geraten ja leider Gottes auch immer wieder Menschen, dass sie ganz nahe Angehörige fallen lassen müssen, weil sie am Ende ihrer Kräfte sind, weil sie nicht mehr
können, was alles vorgefallen ist. Und dann zuzusehen, wie vielleicht der Sohn, die Tochter, der Mann, der Freund, der beste Freund gänzlich vor die Hunde geht, ist natürlich eine ganz, ganz schwere Sache. Und alles ist schwierig zu entscheiden und das kann man auch nicht leichtfertig beurteilen. Also wenn ihr gerne mit mir über Gewissensentscheidungen sprechen wollt, die ihr schon mal getroffen habt oder in denen ihr gerade so drin seid, sie zu treffen, dann meldet euch. Morgen ab 0 Uhr, wie immer erreichbar. Ab 1 beginnt die Sendung, könnt ihr auch anrufen oder rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Hier ist Bert und Bert ist, wo ist er hier? 47. Hallo Bert. Hallo Domian. Hallo Bert. Ja, mein Problem ist, dass ich seit 1,5 Jahren keine Lust mehr auf Sex habe. Bist du in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung. Ja. Und angefangen ist alles im August 06. Also ich saß ganz normal an einem Sommerabend hier im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ja. Und auf einmal kriegte ich Fieberanfälle, Schüttelfrost und mir unerklärliche, wahnsinnig dolle Schmerzen im Unterbauch. Daraufhin habe ich mich dann gleich einen Tag später zum Arzt begeben, ja, zum Urologen, und der hat dann auch eine akute Prostatitis festgestellt. Ja, also eine Entzündung der Prostata? Ja, mhm. Und hat mir auch 2 Packungen Antibiotika gegeben. Mhm. Die habe ich dann auch alle brav verzehrt. Mhm. Und die Fieberanfälle und der Schüttelfrost wurden dann auch weniger, aber die Schmerzen im Unterbauch sind dann immer noch leicht geblieben. Daraufhin bin ich dann wieder zum Urologen gegangen, hat er gesagt, das wäre alles ganz normal, das würde von alleine weggehen, ich sollte mir da keine Sorgen machen, ich wäre aus seiner Sicht geheilt. Dann sind die Schmerzen aber nicht weggegangen, sondern das Ziehen im Unterbauch ist permanent geblieben. Daraufhin habe ich dann den Urologen gewechselt, mhm, und der meinte dann zu mir, es wäre wohl der Darm. Er hätte den Verdacht auf Darmkrebs wohl eher, ich sollte mal erstmal eine Darmspiegelung machen und dann würden wir weitersehen. Und dann habe ich die Darmspiegelung auch machen lassen im Dezember 06/07. Da wurde aber nichts festgestellt, das war alles okay, aber die Schmerzen waren nach wie vor weiterhin da. Daraufhin meinte dann der Urologe, der gleiche wieder, es müssten dann Hämorrhoiden sein, da müsste ich nochmal zum Krankenhaus. Dann bin ich ins Krankenhaus auch eingeliefert worden. Du lieber Gott, was hast du für eine Tortur hinter dir? Ja, und daraufhin hat man dann auch die Hämorrhoiden wohl behandelt im Krankenhaus, da waren dann auch tatsächlich welche da. Ja. Da musste ich dann hinterher auch noch 3-mal hintereinander wieder ambulant dorthin, um die weiter behandeln zu lassen. Was sicher auch keine schöne Behandlung ist. Nee, es war nicht so schön, aber die Schmerzen waren weiterhin da. Und daraufhin sagte dann der Proktologe, der macht sowas, ja, das wäre alles normal, mit Hämorrhoiden müsste ich auch wohl weiterhin mit Bauchschmerzen rechnen und so weiter. Habe ich übrigens und zwischendurch gesagt auch noch nie so gehört, dass man bei Hämorrhoiden Bauchschmerzen hat, aber ja, egal. Ja, und wie gesagt, jetzt in Zeitraum 07 und dann jetzt auch insbesondere das Winterhalbjahr, also Winter 07, Januar 08, waren die Schmerzen wieder unerträglich. Also so, jetzt ist mir natürlich klar, dass du keine Lust hast auf ja, Sexualität. Ja, und daraufhin habe ich dann auch jetzt seit November kontinuierlich Antibiotika bekommen. Ne? Mhm. Also immer 500 Milligramm, jetzt nur noch 250. Warum? Weil man vermutet, weil dass... Weil der Arzt erstmal im Urin und so nicht feststellen kann, aber er hat damals auch schon, bevor ich ins Krankenhaus auch kam, Darmbakterien festgestellt in der Prostata. Und ich vermute jetzt mal, dass die Darmbakterien seitdem da drin sind. Und die auch nicht mehr rausgehen. Und gekoppelt damit ist also eine permanenten Schmerzen, eine permanente Unlust, eine permanente Lustlosigkeit. Ich verstehe, das ist natürlich völlig klar. Jetzt brauchtest du natürlich eine sehr fundierte medizinische Beratung, die ich dir natürlich nicht geben kann. Eigentlich wäre so mein Wunsch nochmal vielleicht am Fernsehen zu erfahren, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, vielleicht diese Bakterien aus der Prostata loszuwerden. Weißt du, ich sage jetzt mal was ganz Laienhaftes. Ich habe so gelernt in vielen Gesprächen mit Ärzten, dass wenn man da nicht mit einem Breitbandantibiotikum rankommt, dass man eine Kultur anlegt, um gezielt an das Bakterium ranzukommen. Aber das kann, sage ich dir jetzt nur mal so, das würde ich jetzt erstmal meinen Arzt fragen. Hast du denn das Gefühl, dass du da jetzt bei dem richtigen Urologen bist, der auch wirklich ein guter Typ ist und der auch was kann? Ja, das ist genau der Knackpunkt. Also es war der gleiche Urologe, der mich damals auch zum Krankenhaus überwiesen hat. Wechseln? Noch ein? Zum neuen gehen? Ja, ich meine, du hast ja jetzt wirklich... Mittlerweile alle durch. Weil es wird dann auch schnell auf die Schiene gezogen, Hypochonder, oder da bildet sich das vielleicht ein. Und das geht dann ganz schnell so in die andere Richtung, da das auch ein Tabuthema ist, insbesondere dann fehlende Unlust oder fehlende Gliedsteife. Ja, gut, aber es ist kein Tabuthema bei einem Urologen. Ich meine, der beschäftigt sich den ganzen Tag damit. Das sagst du so. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja.
Also dass man wirklich das ganz schnell abstempelt, so nach dem Hauruck-Verfahren. Und insbesondere, wenn man im Urin nichts feststellt und die Bakterien in der Prostata selber, insbesondere Darmbakterien, sind sogar sehr, sehr schwer nachweisbar. Mhm. So, jetzt hast du hast mich jetzt angerufen, wohl wissend, dass ich dir jetzt keinen medizinischen Rat geben kann. Aber du hast die Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand zuhört, der dir wiederum einen Rat geben könnte, was es sein könnte, wo man sich hinwendet, was man machen könnte. Ja, habe ich das so verstanden? Das nicht wieder klappt mit dem Sex. Also es ist wirklich schlimm. Klar, aber die erste Sorge wäre es, für mich an deiner Stelle, da erstmal gesund zu werden, und dann wird sich das schon regeln, die ganze Sache. Ja, mhm. Ja, okay, also wer jetzt aufmerksam zugehört hat und in diesem Bereich, in dieser Thematik bewandert ist, bitte schickt uns Informationen. Wir reichen das natürlich gerne an Bert weiter. Wenn du da dann schlauer draus wirst, wäre ich sehr froh, wenn da irgendetwas Hilfreiches für dich käme, Bert. Mhm. Ja, wie gesagt, weil ich auch jetzt permanent Schmerzen habe. Ne? Ja. Jeden Tag, die kommen immer wieder, sobald das Antibiotikum die Wirkung aufhört. Ne? Ja. Wohnst du in einer großen Stadt? Ja, das geht. Also jetzt mittelgroß. Ja, ich frage deshalb, wie groß die Dichte der Urologen da ist. Und du sagst, du hast schon alle durch. Ja, so viele sind das nicht. Dann also, würde ich mal in eine Klinik, vielleicht eine urologische Fachklinik gehen. Aber das ist jetzt wirklich Tapsen im Nebel. Wir wollen mal gucken und hören, was die Zuschauer und Zuhörer uns an Informationen zukommen lassen. Ja, das wäre nett. Ja? Lieber Bert, dann bitte ich dich, jetzt aufzulegen. Also wir rufen dich jetzt noch nicht zurück, sondern wir warten mal ab, was reinkommt, und würden uns dann bei dir wieder melden. Okay. Alles Gute und toi, toi, toi wünsche ich dir. Ja, danke. Jo. Tschüss. Tschüss. So. Ihr Lieben, Rieke ist hier. Rieke ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Rieke. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Aber wir fangen mal an. Was geht's denn? Ja, mein Thema geht halt Stress mit der Beziehung. Stress mit der Beziehung? Mhm. Was ist denn da los? Ja, mein Freund ist 11 Jahre jünger wie ich halt. Und wir haben uns in der JVA kennengelernt. Bin seit 2 Monaten eigentlich zusammen halt. Aber er ist halt mehr unterwegs wie er als andere halt. Also ich sehe ihn, wenn überhaupt, einmal die Woche, zweimal die Woche. 2 Monate erst faktisch zusammen. Ja. In der JVA kennengelernt. Weswegen warst du im Knast und weswegen war er im Knast? Also wir haben fast bei dieselben Delikte. Wir haben alles so in Richtung schwere Körperverletzungen, schweren Raubes. Ja. Und so Sachen halt alles. Wie lange warst du drin? 5 Jahre. 5 Jahre? Mhm. Dann hast du was Heftiges angestellt. Ja. Was hast du angestellt? Also damals wurde es als versuchter Totschlag ausgelegt. Mhm. Ich habe jetzt noch 5 Jahre Führungsaufsicht noch hinzukommt. Ja. Mhm. Du hast eine Person, eine Frau, einen Mann? Ein Mann. Ein Mann, sehr zugerichtet. Mhm. Ist dieser Mann heute wieder gesund? Ja. Mhm. Aber deswegen wolltest du mich ja gar nicht anrufen, um darüber zu reden. Nee, eigentlich nicht. Sondern über die Beziehung. Mhm, genau. Du sagst, ihr seid 2 Monaten zusammen und der ist immer auf der Rolle? Ja, ist immer unterwegs halt bei Freunden, bei Kollegen halt, wo halt übernachtet und kommt halt dann nur gelegentlich hin zum Übernachten, wenn überhaupt halt. Manchmal kommt er auch nur vorbei und holt seine Post ab. Und aber ihr habt da eine gemeinsame Wohnung. Ja, ja. Mhm. Ja. Wie erklärst du dir das? Ist das nicht so dolle mit der Beziehung? Ich weiß nicht, also wie es eher von seiner Seite aussieht, weil er redet da so gut wie gar nicht drüber. Du hast ja noch keinmal gefragt hier, was ist denn eigentlich los mit uns beiden? Was empfindest du für mich? Was willst du? Hast du das schon mal gefragt? Ja klar, aber da kriege ich keine Antworten drauf. Sagt er nichts. Jetzt in dem Punkt total halt. Hast du Sorge, dass er wieder irgendwie auf die schiefe Bahn gerät, wenn er immer sich rumtreibt? Ja, auch halt teilweise, weil ich habe mitgekriegt, jetzt also mit verschiedensten Kollegen wieder angefangen hat, auch wieder eben illegale Drogen halt. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Torf halt. Weswegen saß er? Was hat er genau angerichtet? Weswegen saß er im Knast? Unter anderem wegen Drogeneinfuhr und Handel und und Verkauf halt. Zum größten Teil. Mensch, Rieke. Dann wirke doch, soweit es überhaupt in deiner Macht steht, auf ihn ein, dass er sich aus dieser Szene wieder zurückzieht. Sonst ist ja wieder alles absehbar, dann landet er wieder im Knast. Ja, das weiß ich, aber ich habe da eigentlich, sag ich mal, wenn ich ganz ehrlich sein soll, keinen Einfluss drauf, weil er lässt also in dem Punkt nichts nicht reden, ja, wie mit anderen Sachen auch halt. Ja, genau, der redet in dem Punkt nicht und er redet auch nicht, was eure Beziehung anbelangt. Wenn der den Mund nicht aufmacht. Gibt, aber das ist halt auch schon alles, ne, aber. So, wenn der den Mund nicht aufmacht und wenn es absolut nicht geht, dann würde ich mich von dem zurückziehen. Weil er wahrscheinlich deinem Leben nur schadet, als dir Nutzen bringen kann. Ja. Jetzt will ich dich aber nicht so leichtfertig hier abspeisen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, liebe Rieke, bis gleich. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute
Nacht war der Gero Kuntermann und morgen heißt unser Thema Gewissensentscheidungen. Hattet ihr schon mal im Leben, habt ihr im Leben schon mal gravierende Gewissensentscheidungen treffen müssen oder steht ihr vielleicht sogar mittendrin in so einem Entscheidungsprozess im Moment? Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, beraten wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Um 1 sind wir da, Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1